Liebe Zuschauer, willkommen zu den 15 Uhr Nachrichten hier auf N24. Willkommen im Morgenreport, ich bin Dietmar Deffner. Mein Name ist Barbara Scherle, guten Morgen. Unsere Top-Team. Politpoker, SPD und Grüne beginnen heute ihre Sondierungsgespräche. Wunschziel Ampelkoalition. Hurricane-Angst. Wirbelsturm Rita nimmt Kurs auf den Golf von Mexiko. Texas ruft den Notstand aus. Welt-Alzheimer-Tag, wie Sie schon jetzt gegen Vergesslichkeit ankämpfen können. Und das Wetter, Altweibersommer in Deutschland mit Temperaturen bis 20 Grad. Heute ist Alzheimer-Tag, pardon. Herzlich willkommen zu den N24 Nachrichten. Ölpest, schlimmste Naturkatastrophe aller Zeiten befürchtet. Die Lage im Golf von Mexiko wird immer dramatischer. Bei einem Besuch in der Katastrophenregion sagte US-Präsident Obama, BP sei schuld und werde die Rechnung bezahlen. Feierstimmung, Bayer-Fans im Freudentaumel, ausgelassene Jubelfeiern in der Münchner Leopoldstraße. Der Meistertitel ist quasi sicher. Im Fokus stehen jetzt Pokal und Champions League. Guten Morgen, es ist 7 Uhr zum Frühreport. Waffenstillstand ohne Wert. Putin drängt Ukraine zur Aufgabe der heftig umkämpften Stadt der Bawalce. Dann dürften alle Ukrainer heim. Ich hoffe, dass die Vertreter der Aufständischen diese Leute nicht festhalten und daran hindern, aus dem eingeschlossenen Kampfgebiet herauszukommen, sodass sie zu ihren Familien zurückkehren können. Regierung will Geld. Athen will doch Euro-Rettungsprogramm beantragen. Schäuble hatte das Herumeiern gründlich satt. Ohne Sorg, Todesschütze Kurras ist tot, der Ex-Polizeibeamte und Stasi-Spitzel erschoss 1967 den Studentenführer. Die Tat gilt als Auslöser der 68er-Revolte. Lange hat der Poker um Griechenland gedauert. Jetzt ist klar, die Regierung wird um eine Verlängerung der laufenden Kredite der Europartner bitten. Am späten Abend hat die britische Premierministerin Theresa May das entscheidende Brexit-Dokument unterschrieben. Ab heute wird 2 Jahre verhandelt. Kanzlerin Merkel will den Preis möglichst hochtreiben. Ende eines Mammutprozesses im Gerichtsverfahren um die Vermögensstraftaten des Kapitalanlageunternehmens S&K wird in Frankfurt das Urteil erwartet. Den 4 Angeklagten drohen Haftstrafen von bis zu 9 Jahren. Ausgewandert, Schweinsteiger-Hype in Chicago. Vor wenigen Stunden haben hunderte Fans den Ex-Bayern auf dem Flughafen gefeiert mit auf der Mission Ehefrau Ivana. Willkommen und guten Morgen. Der Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union ist ja schon länger beschlossene Sache. Kampf und Leidenschaft mit viel Pathos verweist US-Präsident Trump in seiner Rede an die Nation auf die Erfolge seiner Präsidentschaft.
Streit und Frieden bei der Möchtegern-GroKo. Nach der Einigung beim Familiennachzug von Flüchtlingen folgt der Streit um die Auslegung der Einigung. Dafür kommen die Verhandler in anderen Punkten voran. Digitales Handtuch, Smartphone-App reserviert die Poolliege im Ferienhotel. Wir sind wieder da. Willkommen und guten Morgen bei Welt. Herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer. Seit Mitternacht gilt in ganz Deutschland die Bundesnotbremse. Besonders umstritten bleiben die Ausgangssperren. Am Verfassungsgericht Karlsruhe sind bereits mehrere Klagen eingegangen. Die Kritik und die Diskussion um die Corona-Protestaktion einiger deutscher Schauspieler schlägt weiter Wellen. Manche von ihnen distanzieren sich nun. Die USA impfen seit Wochen schon im Eiltempo. Bereits jeder vierte US-Bürger hat nun einen kompletten Impfschutz. Samstagvormittag, ganz herzlich willkommen hier bei Welt.